So sah es aus. Das Objekt der Begierde, der Berliner Landespokal, zugegebenermaßen ein Prachtexemplar, das diese 22 Spieler ihr eigen nennen wollten. Der BFC Dynamo traf im Finale auf den Berliner AK. Beide mit herausragenden Leistungen im Halbfinale. Der BFC warf Drittliga-Aufsteiger Viktoria raus. Der BAK Titelverteidiger Altklinike. Für manche überraschend, in jedem Fall verdient. Der BAK in Weiß, 2012 Pokalsieger gegen den SC Gato 2-0 damals, auch schon ein Weilchen her. Sie spielten bis zum Strafraum Sheikh El Jindawi auf Michel Ulrich mit 2 Toren gegen Altklinike maßgeblich dazu beigetragen, dass der BAK hier heute dabei war. Der BFC Dynamo, 6-maliger Pokalsieger, letztmals 2018. Polasch auf Bolicki und dann Alexander Siebeck aus der zweiten Reihe des Berliner Mommsenstadions. Seit 1994 erstmals wieder ein Finale hier. Der Jahn-Sportpark aktuell ja außer Betrieb. Polasch, weiter der BFC, Breitfeld und dann These gegen Bolicki. Keine Notbremse, Sean Kauter war noch da, aber den gelben Karton holte sich Urtese ab. Der BFC jetzt besser im Spiel, das registrierte auch BAK-Coach André Meyer. Freistoß, Dynamo, Marvin Kleiss. 25 Minuten rum. Danach viel Leerlauf in der Partie, wir springen schon in die 43. Minute. Ballgewinn Schulz und dann Michael Blum in der eigenen Hälfte mit ganz viel Platz. Da brannte erstmal gar nichts an. Immer noch Blum gegen Tesel. Nächstes Foul vom Mann von BAK. Aus Sicht von Schiedsrichter Matthias Alm wieder gelbwürdig. Und der sortierte sich auf seinem Zettel, denn zweimal gelb bedeutete vorzeitig duschen für Tesel. Bärendienst kurz vor der Halbzeit. Der BAK mindestens eine Hälfte zu 10. 0:0 zur Pause. Der Pott durfte nochmal bestaunt werden. Zweite Hälfte, Dynamo mit Breitfeld. Und dann wurde es ein wenig bunt. Nicht nur was die Haarfarben betraf, Yajima verdribbelte sich gegen Bolicki das Foul. Folgerichtig Freistoß BFC. Zweimal trafen die Weinrot-Weißen beim 3:0 Halbfinalsieg gegen Viktoria nach ruhenden Bällen. Beim 1:0 hieß die Kombination Standard-Kleiss, Kopfballtor, Polasch. Und jetzt? Es ist die perfekte Kopie. Und ausgerechnet Andreas Polasch ist der Torschütze. Es grenzte an ein Wunder, dass er überhaupt spielen konnte. Montag noch auf Krücken gelaufen, die Wade war eingeblutet. Es drohte sogar eine Not-OP, aber die medizinische Abteilung hat herausragende Hausaufgaben erledigt. Kapitän Polasch mit dem 1:0 für den BFC. Dynamo aber mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr auf der Felge unterwegs. Der BFC beschränkte sich aufs Verteidigen und der BAK kam. 52. Minute, Remis mit der Ablage auf El Jindawi. Die Einschläge rückten näher für sein Team, aber die Zeit rannte davon. Freistoß, Lemmel, feine Schusstechnik. Aber kein Problem für Kevin Sommer. 88 Minuten waren hier schon rum. Sommer hatte natürlich keine Eile. Das einzige Mittel, was jetzt verlangt wurde, war der lange Ball mit schönen Grüßen Richtung Steinborn. Gegen Lemmel, der war auf einmal hinten. Steinborn setzt sich durch, auch gegen Kühn Matthias. Steinborn 2:0. Der BFC und Publikumsliebling Steini, die nächste Pointe dieses Finals. Es ist sein insgesamt 71. Treffer für den BFC. Damit ist er jetzt Dynamos alleiniger Rekordtorschütze der Nachwendezeit, löste Danny Kukulis an der Spitze ab. Der BAK. Brechstange ist nicht gern gesehen, aber sie musste jetzt her. Und sie hatten die Chance. Aslan El Jindawi. Gefoult von Breitfeld und Brandt und es gab den Elfmeter. Und der Gefoulte trat selbst an. Nada El Jindawi, Anschlusstreffer. Zusammen mit seiner Freundin hat El Jindawi 880.000 Follower auf Instagram. Denen konnte er jetzt zumindest ein Pokalfinaltor präsentieren, aber vielleicht sogar noch mehr. Das Zittern bei BFC-Coach Ben Benek ging
in jedem Fall los. Der BRK hatte jetzt den Fuß in der Tür. Die letzten Sekunden auf der Uhr. Gerlach mit vorn. Kopfball Ping-Pong. Und dann Kauter. Und tatsächlich landete die Kugel nochmal bei Gerlach. Aber Sutter mit einer Weltgrätsche. Danach pfiff Matthias Alm die Partie ab. Der BFC Dynamo siegte im Duell der Regionalligisten 2:1. André Meyer und dem BRK fehlte letztlich das Momentum. Es sollte nicht sein. Kein Hochglanzfinale, aber eins mit jeder Menge Spannung, mit dem glücklicheren Ende für alle, die es mit dem BFC halten. Die Medaillen durften bzw. mussten sich die Spieler selbst nehmen. Sie werden es verkraftet haben. Und dann war es soweit. Kapitän Andreas Pollasch hatte die Ehre zum 7. Mal. Streckte der BFC Dynamo den Berliner Landespokal in die Höhe. Ja, leider ist es am Ende ein Ergebnissport und da haben wir ein Tor mehr gemacht und der Rest interessiert uns, glaube ich, heute gar nicht, wie wir gespielt haben oder sonst was. Klar können wir besser spielen, wirklich nochmal Hut ab an BRK, hätte ich so nicht erwartet, dass sie so stark sind, kann ich nur einen Hut vorziehen. Ja, aber wie gesagt, wir haben ein Tor mehr gemacht und das reicht heute. Es ist die Belohnung für eine lange Leidenszeit ohne Spielbetrieb. Aus einer eigentlich verkorksten Saison wird dann doch eine, an die man sich noch lange zurückerinnern wird. Anfang August darf der BFC zudem im DFB-Pokal ran.